Hallo, der Blind Spectator für euch, Amigo, und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Crusader Kings 3. Wir sind gerade dabei, ganz Böhmen zu erobern. Ganz Böhmen? Nein, ein kleiner Teil von Böhmen ist momentan immer noch unabhängig, aber nicht mehr lang. Wir arbeiten fleißigst daran, Böhmen komplett zu unterjochen. Weil unterjochen ja auch ein gemeines Wort ist, ne? Wir bringen Böhmen den Frieden durch Krieg. Klingt viel besser. Aber wir müssen nur noch den Lauch da mal kurz wegmachen. Hier oben, die Eroberung geht nur schleppend voran. Weil kein geeignetes Kriegsgerät da ist. Aber das Leben ist ja kein Ponyhof. Da müssen die Leute halt mal klettern, ne? So, als nächstes wollen wir dann flexiblen Waffenstillstand. Flexibler Waffenstillstand bedeutet so viel wie wenig Waffenstillstand. Was sehr schön sein kann. Sehr schön. 51 sind wir inzwischen. Also langsam auch nicht mehr ganz der Jüngste. Und um 11:20, da können wir dann nochmal Krieg gegen Byzanz erklären. Was eine wichtige Sache ist. Denn Byzanz ist was wir unbedingt haben wollen. Also nicht ganz Byzanz, sondern eigentlich nur diesen Teil hier. Bis dahin. Das wäre wichtig. Und wenn ich da in meiner Herrschaftszeit noch was gewuppt kriege, wäre das sehr schön. Das würde uns einiges helfen. Weil mein Ziel ist es schließlich, Italien zu vereinen. Das wäre unser großes Ziel. Okay, wir haben unser Ziel, unser erstes Ziel hier erreicht. Wir haben Böhmen uns einverleibt. Sehr schön, so muss das. Italien, wirklich ein gewaltiger Fleck auf der Karte. Aber Byzanz immer noch krass dabei. Jetzt werde ich erstmal Truppen regenerieren müssen, damit wir dann gewappnet sind für den Krieg gegen Byzanz. Aber so lange können wir uns auch mal wieder eine Pilgerreise gönnen. Ist zwar nicht günstig, aber können wir mal machen. Wir können ja auch unser Glaubensoberhaupt gerade um Gold bitten. Das gleicht das, was wir ausgegeben haben, wieder aus. Dann haben wir hier Gefangene, die Lösegeld bringen können. Nehmen wir den Papst mit. Der Papst will mich unglaublich gerne zum Saufen bewegen, ey. Wir könnten ein Bündnis mit dem Typen da hinten aushandeln. Weltliche Pilgerreise oder hingebungsvoller Pilger. Wir sind halt echt diplomatiemäßig schon richtig krass, ne? Ach komm, werden wir diplomatietechnisch noch krasser. Also ich könnte mit dem da tatsächlich ein Bündnis aushandeln. Er hat eine Menge Leute. Aber ist das schlau? Ja, mit denen kann ich ein Bündnis eingehen. Glücksgriffen vor uns zu weisen. Lange kein Lösegeld bringen. Ja.
Moment, hier ein bisschen Schwert von König Baso nutzen wir ja nicht. Doch, das nutzen wir. Das ist momentan das einzige Schwert, was wir haben. Oder zumindest das sinnvollste. Reparieren. Speer? Nein. Nein. Tierfigurine, die wieder mal. Ja. Interessiert auch nicht. So, Familienmitglieder können heiraten. Mein Sohn kann heiraten. Machen wir auch. Nach vererblichen Eigenschaften wieder mal. Er selbst kann wenig. Außer, dass er kerngesund ist. Ah, hier nimm mal die, die schlau ist. Meine Tochter kann heiraten. Die ist immer noch verwundet. Die machen wir nach Bündnismacht. Was ist denn der? Der sitzt in Byzanz, das bringt mir ja gar nichts. Herzogtum von Barcelona. Ist halt nicht so viel, ne? Na, wo... Hä? Mit wem jetzt? Herzogtum von... Das ist was Internes, okay. Ja, das können wir machen. I guess. Matrilinear, aber... Ich kann froh sein, dass er überhaupt was kriegt. Oh, Lösegeld. Gut, wir haben den heiligen Pfad beschritten. Wir haben dadurch sogar irgendwas bekommen. Irgendein Hofartefakt. Aber was Grünes. Da, das braucht keiner. So, gegen Byzanz können wir jetzt wieder Krieg erklären. Unsere Truppen sind aber noch nicht ganz erholt. Der hat aber wieder mal noch mehr dazu bekommen. Aber er selbst hat 24.000 und die da werden nicht kommen. Aber meine Bündnisse sind trotz allem noch nicht so, dass ich sage, yay. Ich fühle mich wirklich gut dabei. Und wie gesagt, das hier bringt nichts, weil es intern dort ist. Aquitanien. Das können wir machen. Der ist 4, Alter. Vielleicht hätte ich den eher sogar einverleiben sollen. Ja, aber das hätte sehr viel gekostet wieder. Aber hätte ich machen können. Bisschen Prestige und dann läuft es. So, mit dem da konnte ich ein Bündnis aushandeln, oder? Ja, scheinbar jetzt nicht. Frankreich,
Kostet halt viel. Wäre teurer als Aquitanien zu erobern. Aber das Kind ist schon in den Brunnen gefallen. Aquitanien ist schon durch. Die 6800 Prestige, denkt vielleicht, die habe ich ja nicht. Aber die hätte ich tendenziell haben können, weil ich kann Titel schaffen. Und ich habe ja den Perk, dass das doppelten Dings kriegt. Was will der? Ablehnen. Ja, dann weiß halt jeder, dass ich Hexe bin, oh mein Gott. Ja, ich kann zum Beispiel hier einfach so einen Herzogstumtitel erschaffen. Zack, 300 und so weiter, ne? Und damit könnte ich tendenziell sehr viel Prestigepunkte kriegen. Königreiche erschaffen und so. Und dann hätte ich mir das schon leisten können. Jetzt habe ich zu viele gehaltene Herzogtümer, jetzt müssen wir da was weggeben. Dafür geben wir an Sohn. Der darf übrigens auch nicht Ritter werden. Söhne dürfen niemals Ritter werden. Außer man will sie loswerden. Dann schon. Mein Haupterbe wird ja sowieso nicht Ritter. Den habe ich ja verboten. Der kann echt wenig, muss ich sagen. Ich habe da so ein bisschen Sorge drum. Der hat halt echt keine guten Eigenschaften, muss man sagen. Und Glücksgriff ist auch nicht geil. Warum sind das immer solche Lappen? Ich hoffe ja immer auf den Geniesohn und so, aber das passiert irgendwie nicht. Aber hier haben wir, der einiges kann. Und der kann, der ist jetzt, hat jetzt schon mehr Ränke gespielt als sein Vater. Überlegt euch das mal. Der ist 4. So. Wir können Krieg erklären. 2 Ansprüche habe ich. Ich würde eigentlich gerne beide durchkriegen, aber ich kann nur einen nach dem anderen. Momentan. Oh je, das wird wieder ein Akt, ne? Machen wir erst die Herzogstumeroberung und Grafschaft. Habe ich den Perk schon mit dem kurzen Waffenstillstand? Nee, noch nicht. Theoretisch sollte ich vielleicht eigentlich den abwarten. Aber ich bin halt auch schon 52. Wann kriege ich den nächsten Punkt? Dauert schon noch ein bisschen. Oh, eine Katze. Natürlich nehmen wir die. Wir können mal hochhalten. Ja. Bemest halt. Diplomatie-Herausforderung.
Hat eigentlich Fraktionen? Da ist immer noch einer drin. Dann sollten wir mal versuchen zu überzeugen, dass der nicht mehr so unwillig ist. Habe ich nicht gerade ein Herzogtum vergeben? Schon? Okay, tritt mal bei. Ich habe immer noch zu viele gehaltene Herzogtümer. Latium ist das Wichtige, das darf ich nicht weggeben. Was ist das? Das ist mir egal. Wer das? Vertragen. So, wo ist gerade Krieg? Befreiungskrieg. Mit dem bin ich verbündet. An sich kriegt er das ja auch allein hin, ne? Na ja, egal, aber wir machen trotzdem unser Ding hier. Der darf auf keinen Fall paranoid werden. Und feige eigentlich auch nicht. Paranoid ist da noch das Beste, Alter. Das ist ja richtig beschissen. Da gehen wir mal da oben hin. Machen das sauber. Okay, müssen meine Truppen bitte auch rechtzeitig da ankommen. Schon besser. Kumpel von mir ist gestorben. Ich brauche dringend eine Ablenkung, aber die habe ich momentan nicht. Ganz schön viele Verluste, die man hier erleidet, wenn man da durchläuft. Wir müssen unseren Verbündeten helfen, diesen Krieg da oben möglichst schnell zu beenden, weil wir unseren Verbündeten auch brauchen für unseren eigenen Krieg dann. Das ist halt das Problem. Weil der ist schon stark. Relativ. Ratsspitzel ist gestorben. Aber die ist auch sehr gut. Diplomatievorzug, sehr gut. Flexibler Waffenstillstand, das ist das, was wir brauchen. Kostet uns das, dieser Krieg hier oben halt alles Zeit, leider. Und Geld. Was wir viel dringender brauchen gegen unseren eigenen Krieg gegen Byzanz. Verbindet mit dem.
Verbindet mit dem. Verbindet mit denen. Das waren auch mal stärkere Verbündete. Da ist Ungarn noch extrem wichtig, weil der ist wenigstens erwähnenswert. Mit seinen knapp 10.000 Leuten. Wir haben Windmühlen entdeckt. Das heißt, wir können jetzt in unserer Hauptstadt was ausbauen, ne? Hier nämlich. Ein offenbartes Geheimnis. Oh mei. Was soll's? Wieder irgendjemand, nicht der Sohn von jemandem, wo man eigentlich gedacht hätte. Nichtsdestotrotz sehen wir uns in der nächsten Folge von Crusader Kings 3 wieder. Bis dahin, haut rein.